Podcast mal wieder am Start. Folge 28 heute. Ich bin schon in Melbourne jetzt. Ich habe diese Folge jetzt dazwischen geschoben, bevor dann die letzte Folge mit Kuba Pedi kommt, weil ich bis jetzt einfach noch keine Zeit gefunden habe, die zu schneiden, weil mir fallen jetzt die vielen Stunden Busfahrt weg, wo ich bis jetzt immer schön meine Sachen geschnitten habe. Und jetzt sitze ich halt eben. Haare mal wieder, sitze ich eben in Melbourne und bin fleißig am Job suchen und da bleibt eben nicht mehr ganz so viel Zeit dafür, beziehungsweise auch nicht so viel Lust drauf. So, heute gibt es die Folge mit den Fragen. Davor kriegt ihr aber noch ein Update, was ich hier gerade so mache und wie es ausschaut mit meinen Jobs und wie es bei mir läuft. Und anfangen tue ich mit den Jobs. So, ich bin jetzt seit 1,5 Wochen hier, habe mich auch immer schön fleißig überall beworben bei vielen Restaurants und anderen Hotels, sonst wo. Davon habe ich zwei Rückrufe bekommen. Und das eine ist ein Café in einem Industriegebiet, das jetzt am 4. Oktober aufmacht. Da bin ich jetzt eingestellt. Am Freitag haben wir Training für die Kaffeemaschinen, wie man den ganzen Scheiß da benutzt. Und dann geht es dann am 4. Oktober los. Da kriege ich $14 die Stunde, was nicht ganz so gut ist. Eigentlich bekommt man mehr. Aber ich, ja, wie gesagt, wenn man eben jetzt hier als Work and Traveler unterwegs ist, sollte man da auf jeden Fall nicht wählerisch sein und zumindest als Überbrückung eigentlich jeden Job annehmen, den ihr kriegt. Wie gesagt, einmal vormittags, also früh morgens, 7 Uhr fängt es an und geht dann immer so bis um 3 Uhr. Da arbeite ich Vollzeit. Und dann habe ich noch einen Teilzeitjob in einem Restaurant als Ober. Da habe ich gestern meinen ersten Tag gehabt. Getränke an die Tische von den Gästen bringen und essen. War alles ganz chillig. Da kriege ich sogar noch weniger, $11 die Stunde. Aber dafür gibt es das Geld gleich in die Hand, sprich keine Steuern. Man kriegt die vollen $11. Dazu vielleicht noch kurz, wenn ihr hier in Australien seid und arbeitet und immer schön eure Steuern zahlt, die natürlich automatisch gezahlt werden, könnt ihr am Ende einen Tax Refund, also eine Steuerrückzahlung bekommen. Und da kriegt ihr den größten Teil von euren gezahlten Steuern zurück. Und wenn ihr recht viel geschafft habt, dann sind es so bis zu $3.000, die ihr dann da wieder zurückkommt. Und das ist dann eigentlich auch immer noch eine ganz coole Aufbesserung. Ich hatte gestern 13 Stunden Arbeitstag. Ich habe nämlich auch noch durch Freunde hier einen Job vermittelt bekommen, einen Tag lang als Bauarbeiter. Ich habe mit drei anderen zusammen einen Gehweg planiert und gebaut, wie auch immer. Da seht ihr jetzt hier das Bild oder die Bilder, wie das Ganze so aussah. Um 7:30 Uhr morgens ging es los, um 3:30 Uhr war ich fertig und verdient habe ich $200, was ziemlich geil ist. Auch wieder Cash in Hand, das heißt keine Steuern. Hat jetzt schon mal ganz gut angefangen und jetzt, ich bewerbe mich trotzdem weiterhin, weil die zwei Jobs sind jetzt eben, wie gesagt, nicht so gut bezahlt. Ihr kriegt in den Großstädten als Kellner oder Barkeeper oder was auch immer so eigentlich im Durchschnitt 18 bis $20, was eigentlich ein ziemlich gutes Gehalt ist. Ja, soweit die Infos von mir. Ich gehe weiter hier zu den Fragen, ne? Ein paar habe ich bekommen und wir fangen an mit dem Georg. Georg hat mir gleich drei Stück geschickt, was ich sehr cool finde. Die erste Frage ist, muss man sich oder muss ich mich impfen, wenn ich nach Australien gehe für einen Work and Travel Jahr? Nee, muss man nicht. Es gibt hier nicht wie in anderen Ländern irgendwelche tropischen Krankheiten oder so, auf die man aufpassen sollte. Es empfiehlt sich, gegen Zecken zu impfen. Wieso? Weil es einfach Scheißdinger sind. Die gibt es eben auch vermehrt. Aber wie gesagt, es gibt da kein Muss. Deswegen alles ganz relaxed. Frage 2: Mit was für Equipment ich mein Zeug aufnehme? Also, wir haben einmal hier den MacBook, den seht ihr jetzt gerade. Und natürlich auch noch hier meine Fujifilm-Kamera, meine kleine XP10. Hier, seht ihr hier? So schaut das Ding aus. Ist ein kleines handliches Kamerachen. Wasserproof, waterproof.
und alles Mögliche. Die kleine Kamera hier habe ich mir jetzt in Sydney zugelegt. Eigentlich ein ziemlich cooles Teil. Und dazu habe ich noch in Verbindung mit der Kamera mein Jobbypod, Gorillapod Stativ. Ein sehr cooles Teil. Kriegt ihr in Deutschland im Mediamarkt für 40 bis 50 Euro. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ihr könnt es an jeden Ast, auf jede Straße, sonst wohin klemmen und coole Zeitrafferaufnahmen machen, was auch immer. In Deutschland habe ich sehr viel Langbelichtung damit gemacht. Seht ihr vielleicht mal hier ein Beispielbild. Sehr cooles Teil. Ja, und natürlich mein MacBook ist natürlich fürs Schneiden auch noch im Equipment dabei. Das war die zweite Frage und jetzt kommt noch die dritte. Wie komme ich unterwegs an Jobs, wenn ich am Reisen bin? Ganz einfach, du musst einfach oder ihr müsst einfach, wenn ihr unterwegs seid, einfach nicht scheu seid, einfach in jede Bar reinrennen, die ihr seht und einfach euer Resume, also euer Bewerbungsschreiben, denen in die Hand drücken oder fragen, ob der Manager da ist und ob denn gerade Jobs gesucht werden. Also die Jobs unterteilen sich einmal in Casual, das ist Gelegenheitsjobs. Da schafft ihr dann vielleicht mal eine Woche lang 3 Tage und dann eine Woche lang gar nichts mehr. Da werdet ihr halt eben auf Abruf angerufen. Dann gibt es Part-Time, ist eben Deutschland auch Teilzeit und es gibt Full-Time. Die drei Begriffe solltet ihr euch merken und gucken, was euch angeboten wird. Sonst auch Internet-Seek. .com.au seht ihr jetzt, wie immer, eingeblendet hier. Das ist wohl einer der größten Suchmaschinen für Jobs. Da gibt es dann eben, wenn ihr als Barkeeper arbeiten wollt, braucht ihr, wie auch schon in ein paar Folgen zurück vorgestellt, ich weiß bloß nicht, ob die Folge gerade zurzeit online ist, das RSA. I'll get him for you. Ja, so kann es gehen. Jetzt habe gerade hier meine Host-Mutter sozusagen, bei der ich gerade lebe, meine französische Übersetzerin, Kollegin, angerufen, hat gemeint, da sucht ein Restaurant gleich hier um die Ecke auch jetzt jemand als Bedienung. Und da hat sie mir jetzt gerade die Nummer gegeben. Da werde ich jetzt wohl auch gleich noch anrufen. Ihr seht, so kann es gehen. Kontakte einfach überall gucken, dass ihr euer Resümee einreicht. Da schreibt ihr einfach mal so ein paar Sachen rein, warum ihr unbedingt die Tollsten für den Job seid. Einfach ein bisschen großkotzig irgendwas Tolles reinschreiben, was euch auszeichnet. Und seid auch nicht zimperlich, wenn es darum geht, Erfahrungen anzugeben. Da schreibt ihr einfach ein paar Sachen rein. Auch wenn es nicht stimmt, ihr müsst hier, wenn ihr einen Job haben wollt, zu 80% lügen. Ist einfach so. Sagt einfach, dass ihr schon ganz viel Erfahrung als Kellner habt in Deutschland und super viel schon gearbeitet habt. Wie auch immer, so kommt ihr am leichtesten an Jobs. So, das waren mal die drei Fragen von Georg. Florian hat mir eine Message geschrieben, hat erstmal gefragt, was mit den anderen Folgen los ist, die fehlen. Ja, da hatte ich ein Problem im Hochladen, beziehungsweise ich habe das Problem immer noch. Und ich gucke, dass ich die jetzt so langsam aber sicher alle nacheinander mal hochbekomme. Sprich, ihr werdet in der nächsten Zeit auch mal wieder ältere Folgen sehen. So, und er hat noch gefragt, was ich danach mache. Also wenn ich jetzt zurückkomme aus Australien, werde ich mich als erstes für meinen Studienplatz bewerben. Ich werde versuchen, in Stuttgart Medienwirtschaft zu studieren. Und natürlich, bis der Studiengang beginnt, oder wenn ich dann genommen werde, werde ich auch in Deutschland wahrscheinlich noch eine Runde irgendwo arbeiten, so als Fanjob-mäßig, einfach um Geld zu verdienen. So viel dazu, was ich danach mache. Genau. Und Oliver hat noch geschrieben, wie ich das mache mit meiner Freundin. Er hat mitbekommen, ich habe in einer Folge mal gesagt, dass ich mit jemandem ziemlich lang geskypt habe und er hat jetzt
geraten sozusagen, ob das denn meine Freundin war und hat dann danach gefragt und ja, es ist meine Freundin, die sitzt noch daheim in Deutschland und wartet auf mich. Und er hat gefragt, wie man sich da drauf einstellt oder was man da am besten macht. So, ja, schwere Sache. Jemand davon? Alright. Ja, mit einer Freundin ins Ausland gehen, da muss man sich erstmal bewusst sein, ein Jahr lang ist verdammt lang. Wer auf jeden Fall ein Jahr lang gehen will, sollte da sich auf jeden Fall Gedanken drüber machen, dass ein Jahr lang meistens nicht klappt in der Beziehung. Ich bin eben nicht so lange unterwegs. Ich komme jetzt nach 5 Monaten wieder heim, was jetzt aber auch echt eine grenzwertige Erfahrung war, beziehungsweise immer noch ist. Es ist echt krass. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich Deutschland und auch meine Freundin so heftig vermissen werde hier, obwohl es hier so viel zu entdecken gibt. Irgendwo denkt man oft und sehr viel an Deutschland und an seine Leute da drüben. Es kommt darauf an, wie man selber drauf ist und ob man sich selber sagt, ja, ich schaffe das 6 Monate, 12 Monate auch treu zu sein und nichts irgendwo anders zu machen. Oder man sagt halt, ja, sieht schlecht aus, dann sollte man am besten davor schon klare Sache machen und dann eventuell solo nach Australien gehen. Das muss aber jeder für sich selber entscheiden. Also wir skypen sehr viel, was die ganze Sache wenigstens ein bisschen erleichtert. Man sieht sich, man hört sich, aber natürlich trotzdem kein Ersatz dazu, als wenn man sich sieht und sich gegeneinander hat, gegenüber hat. Ja, ich hoffe, ich konnte dir da ein bisschen helfen. Das ist, wie gesagt, eine sehr persönliche Entscheidung, die man da treffen muss. Und sonst freut euch auf die nächste Folge mit der letzten Folge von meiner Reise. Sonst wird es hin und wieder nur mal ein paar Updates hier von mir geben. Viel mehr passiert, glaube ich, auch nicht. Ich werde vielleicht, oder was heißt, ich werde, sobald ich dann auch wieder ein bisschen mehr Geld habe, Wochenendausflüge zum Surfen machen und die Ocean Road runter. So ein paar schöne Sachen. Und am Ende von meinem Trip ist jetzt auch noch, wenn ich genügend Geld verdient habe, noch ein Urlaub angesetzt. Aber da erfahrt ihr bald noch mehr. Dann war es das für heute mal. Ich wünsche euch noch viel Spaß und sagt's weiter. Wie gesagt, es gibt die Facebook-Seite, der Work and Travel Podcast ist in Facebook. Da könnt ihr Fan von werden. Da kriegt ihr immer die neuesten Folgen, wenn eine online ist. Auch den Link dazu gepostet bei euch aufs Facebook-Profil. Das dürft ihr auch gerne weitersagen, euren Leuten schicken, Freunde dazu einladen. Und in iTunes natürlich, wie immer, abonnieren. Würde mich freuen und ciao.